Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Chains Timberts, wo der Danny spielt das. Wir werden heute ein wenig S-Bahn fahren und das zwar das Ganze in Leipzig bzw. nach Leipzig. Ich werde jetzt erstmal hier den Hauptschalter nach vorne verlegen und die Türen entriegeln. Eigentlich. Warum er das jetzt wieder nicht macht, weiß ich leider nicht. Schauen wir mal. Da oben steht es, Dessau Süd, Mark, Klevers, Herbolos, Dragoon, Jennings und Leipzig-Konnewitz. Also unser Zug. So, erstmal hier wieder. So, setzen Sie wieder in unseren Sitz. Der verriegelt die Tür nicht. Das hasse ich. So, jetzt aber. Wir lösen die Bremsen. Und schalten auf. So, wenn wir mal noch ein wenig Licht machen, würde ich mal sagen. So, erste Station Dessau Süd. Wunderschön, wunderschön. Können wir noch ein wenig aufschalten? So. Schön in den Sonnenaufgang hinein. Wunderbar. Thank you.
Genau solche Lokomotiven werden ja auch in Berlin eingesetzt. Zum Bespannen von Regionalexpress. So, 1,5 Kilometer noch bis Dessau Süd. Sollten wir einigermaßen pünktlich schaffen. Na, ein wenig tun wir weg, ein wenig. Aber warum funktioniert das mit den Türen nicht? Kann mir das mal jemand sagen? Ist doch nicht normal. Also das ist wirklich blöd. Warum der die Tür nicht öffnet, das ist doch scheiße. Entschuldigung, aber es ist so. Ich kann doch nicht jedes Mal aussteigen und selbstständig die Türen öffnen. Das kann doch nicht so wahr sein. Das ist irgendwie, das kann nicht richtig sein. Also das werde ich gleich nochmal anders versuchen, aber weil das kann nicht richtig sein. So, da fährt sie hin, unsere S2.
nächsten Zug. Jetzt haben wir zu schnell. So, nächste Station Marke S2, was immer das von Ort ist. Sorry, aber das riecht mich auf, wenn sowas nicht funktioniert. Kann ja nicht sein, dass man immer rausrennen muss aus der Lok, selbstständig die Türen öffnet. So, schon mal ganz kurz in den Ablaufplan rein. Marke, Ragun, Jesnitz, Wolfen, Grappin, Bitterfeld, Petersoder, Delitz, Czortow, Rakwitz, Leipzig-Messe, Leipzig-Nord, Leipzig-Hauptbahnhof, Leipzig-Markt, Leipzig-Wilhelm, Leuschner Platz, Leipzig-Bayerischer Bahnhof, Leipzig-MDR Gleis 1 und Leipzig-Konnewitz. Wunderbar. Viel zu tun. Na, ob wir jetzt pünktlich ankommen, wage ich zu bezweifeln. Sowas klaut einem natürlich dann immer die Zeit. So, Mark haben wir dann auch gleich erreicht. Wenn auch nicht ganz pünktlich. So, dann machen wir es jetzt mal anders. Nee. Also das muss ein Bug sein. Das ist doch scheiße. Entschuldigung, es ist scheiße. Das ist echt scheiße.
Das macht ein ansonsten schönes Szenario kaputt. Also wenn sich das jetzt sofort zieht, dann macht das Szenario auch keinen Spaß mehr, muss ich ehrlich sagen. Weil das kann es ja wirklich nicht sein. Da muss ein Bug vom Spiel sein. Weil, ihr seht ja, ich habe es jetzt mal mit Fahrgasttürwähler probiert und es funktioniert trotzdem nicht. Das kann es wirklich nicht sein. Ich weiß ja nicht, was ich hier noch, ob ich irgendwas vergessen habe zu drücken oder auszuwählen. Aber meiner Meinung nach. Oder ich muss es hiermit versuchen mal. Machen wir gleich einen Ragun. Versuche ich das da mal mit. Wenn es dann nicht funktioniert, habe ich da kein Verständnis für. So, 1,5 Kilometer gleich noch bis Ragun. So, dann versuchen wir es jetzt mal. Den nach hier hin.
Ah, okay. Das scheint zu funktionieren. Also darf ich das nicht mit dem Controller machen, sondern es muss tatsächlich manuell über diesen Schalter gemacht werden. Okay, habe ich mich eines Besseren belehren lassen. Dann habe ich nichts gesagt, mein Fehler. Trotzdem ein bisschen umständlich. Bei den anderen Szenarien ging das immer mittels Controller. Aber hier scheint das dann doch anders zu sein. Naja, dann ist das halt so. Gut. Auf geht's. Nächste Station, Jesnitz. Auf Gleis 2. Der Anfasssound ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Sondern anscheinend dürfen wir auch nicht schneller als 120 fahren. Aber naja, bei den Entfernungen von einer zur nächsten Station wird das auch, glaube ich, nicht viel Sinn machen. Aber leider liegen wir jetzt wieder etwas hinterm Fahrplan. Das ist natürlich weniger schön, aber leider nicht mehr zu ändern. Ei, ich bin doch ein Stück zu schnell. Junge, 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 Junge. Wollen wir ganz schnell ändern hier. Also, das ganze Spektakel wieder von vorne. Zack. Und zack. Umständlich, aber es funktioniert immerhin. So, da dürfen wir auch bald in Leipzig eintreffen. Ich bin ja mal gespannt, wie das funktioniert, wenn wir in Leipzig Hauptbahnhof einfahren. Ob wir dann in den Steuerwagen wechseln, weil meines Wissens nach ist Leipzig Hauptbahnhof ja ein Kopfbahnhof. Oder wir fahren dahin, wo wir dann auch weiterfahren können, ohne den Führerstand zu wechseln. Ich bin echt gespannt. Ja, schließt doch die Türen. Hab ich doch. Was ist jetzt wieder los? Geht doch. Meine Güte, das ist manchmal echt kompliziert.
So, nächste Station, Wolfen bei Bitterfeld. Schon wieder ein paar Minuten hinterher. So, fürs erste 70, oh, dann dürfen wir gleich mal 140 fahren. Ist ja Wahnsinn. Nach Wolfen könnten wir sogar schaffen. Pünktlich. Könnten wir sogar einigermaßen pünktlich schaffen. Das geht ein wenig drüber. Ein ganz klein wenig. Und nur ein wenig. Wobei, die Wagen stehen dann noch im Bahnsteig, also. Die Lok ist ein wenig drüber her, aber egal. Die Fahrgäste können ein- und aussteigen. Also, was soll der Terz? Alles im grünen Bereich. Ja, ihr sollt arbeiten, oder ist Sonntag? So, schießen wir jetzt erst die Türen. Also geht doch. Das machen wir auf 0. Lösen die Bremsen. Und schalten auf.
Muss nicht normalerweise beim Spitzenlicht der Kreis in der, ups, der Kreis in der Mitte auch leuchten? Wir haben doch drei, oh, wir haben doch drei Lichter. Ein kleiner Verbremser. So, jetzt machen wir das mal ohne Türwahl. Funktioniert nicht. Ah, den muss man also dann auf jeden Fall drücken. Okay. So, den schließen. Funktioniert, gut. Dann auf nach Bitterfeld. Ach Mist, zu spät. Verdammt. So, 60. Ein wenig aufs Nebengleis geführt. Da vorne ist schon Bitterfeld. Thank you.
So, willkommen in Bitterfeld. Bin frühen Morgens aber wirklich sehr viel los, muss ich sagen. Also nächste Station Petersoder. Also am Anfang braucht die ein bisschen, ne? Braucht die ein bisschen, bis sie mal schon kommt, aber dann. Oh, 160. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, 160 mit einer S-Bahn. So, da fährt ein Hamster. Nee, Regionalexpress. Entschuldigung. Kommt denn jetzt eigentlich noch Petersoder? Müssen wir doch schon fast den Gleis an Leipzig. Delitzsch, Schottau, Backwitz, dann kommt Leipzig. 6:33 Uhr sind wir am Ziel. Ah, gute halbe Stunde noch, bisschen mehr. Da sind wir ja mal überpünktlich. Ich fasse es kaum.
Ich fasse es kaum. Eine Minute früher, als wir eigentlich da sein sollen. Aber ich würde sagen, wir speichern das jetzt hier. Aufgrund der Länge des Szenarios werde ich daraus zwei Videos machen. Und wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wir hören uns dann auf dem Weg nach Leipzig. Können wir jetzt im nächsten Video wieder. Und bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten. Bis zum zweiten Teil. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.